Was für ein Tag gestern. Sensationell an der Börse. Also viele, viele spannende Dinge sind gestern passiert. Ich will euch kurz von ein paar berichten. Also fangen wir mal an. Natürlich Gold, wieder neues Allzeithoch. Ne? Gold, neues Allzeithoch gemacht. Das rennt und rennt und rennt. Sieht jetzt auch so ein bisschen gestreckt aus, also extended. Aber der Trend ist halt vollkommen intakt. Und wenn du dabei bist, dann bist du dabei. Wenn du nicht dabei bist, dann kriegst du jeden Tag mehr FOMO. FOMO ist nie ein guter Ratgeber. So, anderer Punkt gestern, Bitcoin. Knapp auf das alte Allzeithochgang. Ich glaube 72,5 war gestern allein, 72,5, also relativ nah dran. 73 ist ja ungefähr so dieses Hoch. Es gibt so Chartisten, also Leute, die wirklich reinweg nur noch Charts handeln und die eine außergewöhnliche gute Erfolgsbilanz haben. Beispielsweise Peter Brandt. Schon weit über 70, jemand, den ich als Händler unglaublich schätze. Echt ein cooler Typ. Und der hat gestern einen Beitrag veröffentlicht. Er hat gesagt, okay, er hat so die Muster beschrieben. Und für ihn ist es so, dass jetzt wahrscheinlich der Nach-Halving-Zyklus beendet ist und dass es jetzt losgeht, der Run. Aber er sagt auch ganz klar, erst ab 76.000 haben wir den Ausbruch bestätigt. Also wir müssen nochmal 3.000 Dollar über das Allzeithoch gehen. Mal sehen, auf jeden Fall super spannend. Der ist halt, ich weiß nicht, ob das jetzt passiert. Ne? Es gibt da mittlerweile viele Produkte, es gibt auch Futures, es gibt auch Optionen. Das heißt, mittlerweile kann man Bitcoin eigentlich recht gut handeln. Und was auffällt im ganzen Kryptobereich, und wir zeigen das zum Beispiel auch unseren Kunden immer wieder, Krypto ist halt nicht Krypto. Es gibt zurzeit ganz viele Memes, früher habe ich gesagt, 99% Betrug sind. Mittlerweile sage ich, es ist 100% Betrug. Also jeder Meme-Coin funktioniert eigentlich nur nach dem Prinzip, finde mal den nächsten Blöden, der das Ding kauft. Weil da wird immer geredet, ja, starke Community, bla bla bla. Aber im Endeffekt geht es immer nur darum, irgendwelche Jungs legen das auf. Es werden am Tag zurzeit 5.000 Meme-Coins aufgelegt. 5.000. Und so ein Meme-Coin hat ja keinerlei Nutzen. Und ob den jetzt irgendwelche Leute auf Instagram bewerben, auch Prominente, ihr müsst euch immer überlegen, warum machen die das? Weil sie dafür Geld kriegen. Das ist denen scheißegal, sorry für den Ausdruck, was die da bewerben. Die kriegen einfach Kohle oder die kriegen die Coins vorab, bekommen welche zugeteilt, pushen dann den Preis nach oben und verkaufen das. Und das geht bis in Regionen von Prominenten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wo ihr denkt, ah, die sind doch so seriös und so, für ein paar Millionen machen die halt auch alles. Und deswegen mein Tipp, Finger weg von Meme-Coins. Nicht mal, weil manche sagen, ah, dann steckt doch, weißt du, diese Influencer, die sagen dann, ja, dann kannst du mal 500 Euro investieren. Spielgeld, ja klar. Ein paar hundert Menschen, die 500 Euro investieren oder ein paar tausend, bringen denen auch genug Profit, damit sie rausgehen können. Und guckt euch diese Leute einfach nur an. Guckt, wie seriös die sind und dann guckt ihr, wie seriös ihre Empfehlungen sind. So, also Meme-Coins, aus meiner Meinung nach Schrott. Ich habe allerdings auch zwei. Das sind gelaunchte, schon lange, lange. Das ist Dodge und das ist Shiba. Halte ich die für stabil? Nein. Das ist einfach nur, weil die Charts nicht gut aussehen. Ja? Da glaube ich aber auch nicht dran, dass da irgendwie sich ver-X-facht oder sonst irgendwas. Ne? Sondern es ist einfach nur, weil die in dem Rand wahrscheinlich mitgehen. Und ich weiß auch, ich muss die irgendwann mal an jemanden verkaufen, der glaubt, der Preis geht noch höher. So, Asche auf mein Haupt. Nächster Punkt, gestern Earnings. Also fangen wir mal mit den Earnings an, die vorbörslich kamen. Unter anderem McDonald's. Besseres Ergebnis als erwartet. Dividende wird um 6% angehoben. Die Aktie hatte ja vor einigen Tagen aufgrund dieses E. coli-Vorfalls ein bisschen negativ reagiert. Gestern gleich gefallen, glaube 1% oder so, 1,5%. Aber doch relativ stabil. Sollte langfristig doch weiterhin eine gute Anlage sein, bleibt in meinem Langfristdepot. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf, macht euch eure eigenen Gedanken. Dann kam Crocs heraus. Ne? Ihr wisst, diese Schuhe, die einen hassen sie, die anderen lieben sie. Ergebnisse wurden von der Börse alles andere als gut aufgefasst. Es ging wohl ab 17% nach unten, also ziemlich starker Rückgang. Und muss man sich mal anschauen, aber wäre für mich jetzt auch kein Kauf, ne? Weil die Story halt, das sind halt Schuhe, die sehr, sehr schnell haben einen gewissen Kultfaktor, ja, aber
Das ist für mich kein Geschäftsmodell, in was ich investieren würde. Sowas kann man traden, aber das hat natürlich keine Bootgraben oder sonst irgendwas. Ne? Das kannst du irgendwo billig in China herstellen lassen und dann ist der Bootgraben weg. Also das ist kein Vorteil außer der Marke und die ist jetzt aber, meinst du, ist ein Schuh. Ne? So, dann natürlich, worauf alle gewartet haben, es kommen noch mehr, British Petroleum, Visa zum Beispiel, Erwartungen wieder übertroffen, leicht gestiegen und so weiter. Aber auf was natürlich alle gewartet haben, war Alphabet, die Google-Mutter. Und die hat die Zahlen wieder mal übertroffen. Und so ging es nachbörslich knapp 6% nach oben. Und ich hätte gedacht, dass dadurch die Futures heute früh ein bisschen höher stehen. Sind sie aber gar nicht. Der Nasdaq ist leicht im Plus. Da müssen wir also mal gucken, was kommt. Noch ein paar Tage bis zur Wahl. Und das ist natürlich jetzt die ganz große Aufregung, die wir jeden Tag haben. So, also wir halten euch auf dem Laufenden. Hier natürlich auf YouTube, wenn es was Spannendes gibt, aber natürlich am einfachsten in unseren Kanälen bei Aktien kann jeder zum Beispiel, wo ja immer noch bis zum Ende des Monats die Aktion läuft. Also ihr habt noch ein paar Stunden, 9,99 Euro. Bis zum Ende des Monats könnt ihr das testen. Also jetzt dann einen ganzen Monat lang Aktion läuft noch bis Ende des Monats, 23,59 Euro am letzten Oktobertag. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, habt einen erfolgreichen Tag und wir hören und sehen uns. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.